Ja, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Episode, zur nächsten Folge von Mortal Shell, ihr lieben Schnäuzchen von Häuzchen, ihr lieben Leute. So, ja, ich habe die Glandula nach wie vor nicht so nach Hause gebracht. Leute, nö, weil aus dem Grund, ich möchte noch schauen, was ich da alles so öffnen kann mit dieser Glandula. Da ist ja der Frosch, okay. Der Frosch, ne? Gut, da haben wir den Frosch. Und da drüben ist ja der Kriecher gerade gewesen. Das ist in der letzten Folge. Leute, was macht dieser Kriecher da drüben? Es ist mir jetzt momentan mit so vielen Tasks zu blöd. Das wäre dann der dritte Boss. Das dritte Mal, dass dieser Bossgegner Kriecher auf mich trifft. Ja, Leute. Da habe ich schon gemacht. Hier gehe ich einmal rauf. Was ist da oben? Passt. So, da bin ich durch. Jawohl! Also da habe ich jetzt momentan nichts mehr, Leute. So. Aua! Ich habe jetzt nicht geschaut, Leute, am Boden. Diese blöden Bärenfallen. Ich hasse sie wie die Best. Was soll das eigentlich, Leute? So, dann gehen wir mal da rein, Leute. Weil ist da drin nämlich auch noch sowas wie eine Glandula-Kiste oder so. Ja, da. Super. Boah, zwei von denen fliegen vom Himmel. Haha! Es regnet Viecher vom Himmel! Und tschüss. Na bitte. Ah, da ist noch so einer. Genau vor dieser Kiste, Leute. Gott sei Dank. So, da haben wir das nächste. Passt. Einblick der Zuneigung. Die ganzen Zuneigungen und die ganzen Einblicke kann ich eigentlich auch benutzen. Na, so ist das, ne? So, was haben wir da? Da fliegt jetzt sicher einer vom Himmel runter. Wo geht's da hin? Okay, da ist der nächste. Wow! Ja, keine Ausdauer mehr, Leute. Ich verstehe es nicht. Diese beschissene Ausdauer, echt. Ich hasse sie. Das ist Wahnsinn. Verdorbener Nektar. Wieder eine Ratte. Leute! Ja, genau. Boah, das ist schon unglaublich. Sehr, sehr schwer, Leute, das Ganze. So, da oben, was haben wir da, Leute? Ist da, ja, genau, da kommt wieder so einer runtergesprungen vom Himmel. Ja, ich schaue das einmal durch, Leute. Ich möchte das durchschauen, hey. So ist es wichtig, das ist wichtig. So, dann. Haben wir da noch was? Leute! Aufpassen. Ich ahne was. Ah, genau. Ich hab's gewusst. Also geahnt. Verdorbener Nektar. Der ist verdorben, Leute. Das ist gar nicht gut. Schau, was haben wir da? Ah, da ist noch was drin. Leute! Na bitte. So, der kommt da jetzt. Servus, du Sackviech. Ich hab doch... In dem Augenblick, wo er mich gerade gefressen hat, habe ich geklickt, Leute.
Und schon wieder eine Ratte fressen. So schnell kommt man von 55 Ratten oder 54 Ratten runter auf 7. Wahnsinn. Na gut, ich kann mir auch wieder welche leisten, Leute. Mittlerweile schon 32 Ratten. Aber für das Endgebiet möchte ich über 140 Ratten haben, Leute. Denn das ist so ein großes Gebiet, Leute. Das glaubt ihr nicht. Ihr werdet es noch sehen, Leute. Es ist so ein mega Riesengebiet. Das letzte Gebiet, also der letzte Dungeon. Dass ich erstens mal unter 15 Folgen da nicht rauskomme. Und zweitens einmal unter 130, 140 Ratten auch nicht wegkomme. Also, es ist absolut heftig. Aber dazu später mal mehr, weil ich eben noch viele Ratten sammeln muss. Ist so. Oh, gut. Das ist so, Leute. Dann haben wir da hinten noch drinnen. Ja, genau. Spring runter, du dreckiges Biest. Leute! So, der hat nichts fallen lassen. Servus! Was ist da jetzt? Du bist ein Viech, bist du? Ich weiß es. Ah, da kommt noch ein Viech runter. Das gibt's ja nicht. Als wäre ein Viech nicht schon genug, Leute. Ist auf! Wo bin ich denn da jetzt eigentlich? Also, sie spawnen sich nicht noch einmal. Außer ich gehe zur Schwester Genesa, Leute. Dann sind sie alle wieder da, ne? So, komm her da, du Mistviech. Ich nehme trotzdem eine Ratte. Es ist schön, dass mich das immer, diese Parade-Ding, dass mich das immer irgendwie, warnt. Wow! Dass wer kommt. Ich muss auf... Hallo Marci! Bist du schon wieder da von der Trompetenunterricht? Ja, ich habe eh läuten gehört. Die Tora habe ich bellen gehört. Ah, wirklich? Fleißig. Bitte? Ja, dabei geht's nicht, Maus. Aber dauert nicht mehr lang, Maus, ja? Ja, ich weiß, ich warte mal kurz, Maus. Ja, von mir aus. Ja. Boah, da sind so viele da. Wahnsinn. Aber da ist sicher wieder was. Alle da rein auch. Rauslocken. So, der ist einmal Hinüber-Gummibär. Wartet mal kurz. Da nach oben, ich weiß nicht, was da ist. Ah, oh ja. Da bin ich ja eh genau da, wo ich hin will, Leute. Servus! Aua, der spuckt! Leute, der spuckt ja. Diese verdorbenen Nektar, die sind komplett verdorben. Die bringen mir nämlich gar nichts. So, der hat einen Einblick. Er hat einen Einblick zu vergeben. So, weiter geht's, Leute. Weiter geht's auf der Leiter. 10 Minuten aufgenommen. Boah, Leute. Aber habe ich da vielleicht irgendwas? Ja, ich sollte einmal...
weiß, so viele Folgen. So viele, es werden Leute sich aufregen und Schnappatmung bekommen. So viele Folgen. Bring doch endlich dieses Glandula zurück. Nö, will ich nicht. Ich weiß, ich könnte nachher dann auch noch das zurückbringen und so. Also ich könnte das dann auch noch beim nächsten zurückbringen, nach der nächsten Dungeon aufmachen alles. Aber ich möchte das meiste zumindest jetzt schauen, dass ich das meiste jetzt schon einmal irgendwie aufbekomme. So, wo bin ich da jetzt eigentlich? Keine Feinde mehr. Was ist da hinten? Ah, okay. Dann nehme ich mir die jetzt auch noch. Eine Rade, Leute. Ich könnte mir 35 Ratten leisten, dann hätte ich 40. Ich bin eh schon zu Hause, Leute. Genau. So, aus, es reicht, Leute. Ich muss mal da reingehen, Leute. Ah ja, die verfolgen mich ja auch da rein. Glaube ich. Ja, was? So, gut, jetzt bin ich wieder beim Turm, Leute. Und da läutet es, ihr hört das. Finde ich blöd, dass es keine Safe-Zone da drin ist. Können wir wirklich da nachlaufen, da rein? Das ist Wahnsinn. Ja, also hier läutet die Glocke. Das heißt, ich habe die Glandula gerade aktiviert eben. Super. Gut, dann werde ich aber da weiter marschieren, weil da haben wir noch was zum Öffnen. Passt! Da ist ein blöder Frosch. Aufgepasst. So, servus. Was kriege ich da? Verdorbener Nektar. Warum verdorben? Leute! Verstehe ich einfach nicht. Da, die Tarspore nehme ich mal jetzt nicht mehr. Wow, 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 wow. Das haben. Da drüben ist nämlich. Oh oh, da drüben ist nämlich auch noch was zum Aufmachen, Leute. So, da haben wir mal Quadis. Ein Quadi. So, das hole ich mir auch noch und Leute. Ja. Gut. Ich möchte aber noch wissen, was war da jetzt noch für einen Dungeon? Das interessiert mich jetzt nämlich. Aufgepasst. Aua, der spuckt ja. Das die rennen immer. Haha, daneben. Ha, festgepackt, Leute. Haha, der hat sich festgepackt. Du Vollidiot! Ah! Und tschüss! Ah. Ah, super! Das ist ja richtig cool, Leute. Der Pool. So, da. Gut, dann haben wir das. Dann ist noch einer. Das nehme ich mal jetzt. Abschrecksäure. Leute! Jawohl! Und ich kann meine Waffen erweitern. Sogar zweimal, Leute. Oder dreimal? Keine Ahnung. Ist da oben eigentlich auch noch sowas gewesen? So, habe ich eigentlich einiges eingesammelt oder nicht? Da ist ein Einblick, den will ich. 33 Einblicke. Puh, Wahnsinn, oder? Ach Leute, da drin ist aber glaube ich jetzt nichts mehr. Nö, ich glaube da drin habe ich nämlich nichts mehr zum Öffnen. Also der Grund, warum ich da so lange herum... Ich möchte öffnen. Also das, was ich öffnen kann mit der Glandula, oder? Das ist logisch, Leute. Aufgepasst, da ist noch einer. So,
Ja, auf die Frösche müssen wir aufpassen. Das ist gefährlich. So, den habe ich schon genommen, genau. Ist da drüben? Jö, Leute, das kann ich in der nächsten Runde mitnehmen. Super. Ja, da oben nehme ich mal wieder Quadis mit. Jawohl! Zwei Stück. Hat der Iron nicht auch noch was zum Öffnen gehabt, oder nicht? Nö, voll nicht, glaube ich. Ist da nur einer oder sind da mehrere? Ja, mehrere. Mindestens zwei. Ihr Säcke! Da war nichts mehr. Oder? Kann das sein? Nö, voll nicht. Ja, hätte ich mir eh gedacht. Könnte ich mich erinnern. Zu Beginn, da war ich ganz, ganz am Anfang war ich da, Leute. So, gut, Leute. Na, bitte. Ja, also ich würde mal sagen, dann in der nächsten Runde, nach der nächsten Dungeon, wenn ich flüchte, dann hole ich mal den Rest. Glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob da drüben auch noch was war jetzt oder nicht. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, da oben, Leute. Da möchte ich noch hin. Ja, ist so. Da möchte ich auch hin, Leute. Das hole ich mir noch. Dann gehe ich zurück. So, da oben ist nämlich noch sowas. Jawohl. Servus! Oh, grüß dich, zwei gleich. Oh mein Gott! Ja, zwei auf einmal. So, das da noch holen. Was haben wir da? Extrahierter Tarn. Ja, bitte. Ja, gut. Entschuldigung. Ja, tut mir leid, ich habe Husten. Das ist leider bei mir so, weil ich erkältet bin. Nach wie vor. Schon zweieinhalb, fast drei Wochen. Das mache ich gar nicht, Leute. So, ist da noch sowas, ein Viech hinten? Also für ein Viech, sage ich, so eine Truhe oder ist da ehrlich jetzt nichts? Ich wüsste es jetzt gar nicht, Leute. Also ehrlich. Ich kann das ja mal säubern, Leute. Schadet sicher nicht. Nö, Leute. Ich glaube... Oder ist da irgendwas hinten? Schaut so aus, Leute. So, die zwei noch, aber ich weiß es nicht, ob da hinten was ist. Nö, glaube ich gar nicht. Servus. Passt, super, gut, dann haben wir das einmal, jawohl. So, meine Lieben. Ah, nö, das war, ist nur so ein doofes Ding da. Ah, aber da drin ist was. Eine Truhe, Leute. Schaut mal, was haben wir da drin? Zack. Tarüberreste und unbefleckte Maske, Leute. Na gut. Das ist toll. Die unbefleckte Maske, die kann ich ganz gut gebrauchen. Weil das ist nämlich, glaube ich, so eine Maske, die man benutzen kann und man verliert gar kein einziges Stück Einblick. So. Gut, ihr Lieben, aber dann gehen wir jetzt zurück. Ich hab's geholt. Die Kiste habe ich auch mit. So, da, ihr Lieben. Ja, genau. Ding, dong.
jetzt. Ist da irgendwas gewesen oder da unten? Oder da drüben? Weiß ich jetzt nicht, ob da auch irgendwie sowas war. Aber das kann ich ja dann in der nächsten Runde dann machen, Leute. Weil ich best bin, ich schon über eine Folge. Am Rückweg. Leute! Also zwei Folgen schon. Am Rückweg jetzt. Und da möchte ich auf jeden Fall jetzt einmal das beenden. Und ja. So, ihr Lieben. Dann gehen wir mal zum Häuschen. Wo ist denn das jetzt? Wo bin ich? Ich habe gerade den Überblick verloren, Leute. Ah, da. Leute. So. Gut, ihr Lieben. So, das heißt, wir tragen auf jeden Fall jetzt einmal die Glandula zurück. Und nähren diesen komischen Heini da oben. Quaddelkäppchen aufgesammelt. Das passt. So, und dann geht's einmal rein. Bevor wir das aber abgeben, öffne, mache ich hier noch einmal ein Save Point. Schwester Genesser, hier was? Ich könnte sogar schon Einblicke vergeben, aber ich möchte das in Ratten investieren. So ist es. Schau doch mal. Zum Beispiel, er sagt jetzt was. Sprich mit Testus. Der ist nur da, wenn ich gerade die Glandula habe. Leute. Dieser Gestank. You've brought the fog. Du hast den Nebel mitgebracht. Ja, tut mir leid. Die Glandula ist das nicht ich. And something else. You reek of revered fluid, stranger. But you were not anointed. Nö, weil ich nicht tot bin. No. You stink of violence. Entschuldigung, ich wehr mich doch nur. Good riddance, I say. May they all rot, along with the sickness they spread. Ja, genau. Perhaps we may have an accord. Depraved creatures hide in this mist, feeding on the lost. But it's not flesh and blood they delight in. They devour glimpses, reveling in the memories, savoring the raw emotion. Yes, as do I. If you can part with them, then the fog will come and go as you please. Okay, hast du noch was? That's... You've okay, brought nö. The fog with so, you. So, ihr Lieben. Dann werde ich auf jeden Fall jetzt einmal darauf gehen. Lo, passt gut. Dann gebe ich diesen komischen großen Kollegen die Glandula, der will sie verzehren, Leute, um mal alter Kraft, Stärke wieder zurückzufinden, Leute. Der alte Gefangene, zuhören. Ah! You found it. The sacred gland. Bring the Glandula back to me, Ruheschaft freigeschalten. Careful now. It's a fragile vessel for the divine. Die Stimme war so. About to squander these gifts, letting them rot. They dwell in the revered temples. But waste what remains of their precious offerings. You must endure another temple. Einen weiteren nur noch. Arduous though it may be. Also doch nur zwei. Once you return with another sacred gland, I will infuse your tarnished seal with another gift. Sehr gut. Gut, passt. Ausrüstung verbessert. Ich versuche befleckte Siegel. Gut. Siegelinfusion, kristallin. Der alte Gefangene hat ein Siegel mit einem Teil des wahren Nektars durchzogen, den er aus der kristallinen Glandula extrahiert hat, also das ich ihm gerade gegeben habe. Ne? Wenn er mit Entschlossenheit verstärkt wird, entfesselt dein Konter nun deine wahre Form auf deine Gegner. Y-Siegelinfusion wechseln, parieren und verstärkter Konter. Ja, okay. Sehr gut. So, ihr Lieben, na passt. Dann habe ich ihm das gegeben.
wie gewünscht. Ja, und jetzt ist alles wieder normal. Fast. Bis auf die Bösen da draußen. Aber jetzt ist nicht mehr verseucht. Das ist nur, wenn ich die Glandula eben in der Hand halte, Leute. So, ihr Lieben, dann machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Denn da geht es dann weiter auf der Leiter. Also es gibt doch nur zwei große Riesen-Dungeons mit zwei Endgebietsbossen. Also hatte ich da eigentlich keine Ahnung mehr. Kann mich nicht mehr erinnern. Aber ist ja wurscht jetzt. Bis zur nächsten Folge. Sei wieder dabei, wenn es wieder heißt Mortal Shell. Bis zum nächsten Mal. Game over und ciao.